Die Kalender sind da, 50 Stück, heute von der Druckerei abgeholt und da sind sie. Ganz dicker Haufen, die Kiste ist ziemlich schwer. A3, Querformat, Spiralbindung mit insgesamt 13 Blatt, also 12 Monatsseiten und eine Titelseite. Insgesamt 14 Motorräder. Kawasaki Versus 1000 hier auf dem Titel. Das ist von Günther. Übrigens vielen Dank, Günther, für die Organisation und Betreuung. Dank dem Günther haben wir da einen richtig guten Druck bekommen. Das auch noch so vor Weihnachten so kurz. Also vielen Dank. Eine Aprilia Tuono im Januar. Eine Ducati Scrambler im Februar. Eine BMW S1000 RR im März, Doppel-R. Eine Kawasaki Ninja im April. Eine Triumph Tiger 1050 im Mai. Im Juni eine Moto Morini Gran Passo. Im Juli eine Honda Shadow 1100er. Im August, für das Foto bin ich ganz früh aufgestanden, so 4:30, glaube ich, und 4:45 war dann Sonnenaufgang, damit ich die Yamaha FZ6 vor Mondfeld fotografieren konnte. Im September eine BMW S1000R, die ist von Thomas. Hallo Thomas übrigens. Im Oktober eine Honda Repsol Fireblade, meine Lieblingslackierung. Scheiden sich ja die Geister dran, aber ich finde es gut. Im November schon wieder eine BMW. Übrigens, BMW hat nicht gesponsert, sondern mir gefallen die einfach. Eine S1000 XR. Und hier im Dezember schließlich der Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht in den richtigen Farben auch. Rot-Weiß, wie es sich von Weihnachtsmann gehört. Und Knecht Ruprecht ganz tief in Schwarz. Kalender ist für 12 Euro eurer. Versand 6 Euro. Tut mir leid, es ist wegen der Größe so. Es ist ein blödes Format für einen Versand. Und ihr könnt sie entweder abholen oder ich schicke sie euch dann eben für 6 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Ist auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Greift zu!